Wann müssen die 5 Jahre Wartezeit beim Antrag auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung vorliegen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Schnellfrage für 9,90 € reinbekommen und da ging es um die Frage, wann müssen oder zu welchem Zeitpunkt müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Rente wegen Erwerbsminderung vorliegen? In diesem speziellen Fall ging es um die Frage, also unser Kunde hat einen Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung gestellt und hat dann nach ein paar Wochen einen Bescheid bekommen, dass der Antrag abgelehnt wurde, denn die 5 Jahre allgemeine Wartezeit waren zum Zeitpunkt des Rentenantrags nicht erfüllt. Und unser Mandant oder unser Kunde ist natürlich da nicht begeistert gewesen und hat dann die Frage gestellt, ja, zu welchem Zeitpunkt muss denn das erfüllt sein und kann ich da noch irgendwas machen? So, und wie das eben so ist, ja, ein Blick in das Gesetz, dient zur Rechtsklarheit und da war dann relativ schnell für uns klar, wie die Rechtslage ist. Also wir schauen einfach mal wieder in das nichtamtliche Inhaltsverzeichnis des SGB VI, des sechsten Buches für die gesetzliche Rentenversicherung, und zwar in unseren beliebten Paragraphen 43, Rente wegen Erwerbsminderung. Ja? Und da, es geht ja um eine volle EM-Rente, schauen wir uns einfach mal den Absatz 2 dieser Vorschrift an. Und da steht Folgendes drin. Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie voll erwerbsgemindert sind. Und jetzt kommt's, in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 3 Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung haben und vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Ja, hier steht's, die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Also im Paragraph 43 Absatz 2 Ziffer 3 steht drin, vor Eintritt der Erwerbsminderung muss die allgemeine Wartezeit erfüllt sein. Okay, was ist denn jetzt eigentlich die allgemeine Wartezeit? Ja, und dann gucken wir mal, was hier im Paragraph 50 drin steht. Da steht dann drin, die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf eine Regelaltersrente, Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Rente wegen Todes. Ja, also hier steht ganz klar drin, allgemeine Wartezeit erst einmal, ist praktisch im Grunde genommen hier entsprechend zu erfüllen. Und jetzt müssen wir uns natürlich nochmal die Frage stellen, was sind denn eigentlich oder welche Zeiten werden denn in der allgemeinen Wartezeit grundsätzlich nur in Anführungsstrichen anerkannt? Und da schauen wir bitte in den Paragraphen 51 SGB VI rein. Können Sie alles mal nachlesen? Und da steht drinne, in Paragraph 51 Absatz 1, auf die allgemeine Wartezeit und die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. Und zwar nur Kalendermonate mit Beitragszeiten. Ja, und jetzt werden Sie sich natürlich die Frage stellen, was sind denn nun Kalendermonate mit Beitragszeiten? Auch da gibt uns sozusagen das Gesetz eine Antwort und das steht in Paragraph 55. Und Paragraph 55 sagt, Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundesrecht Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind. Da gibt es also noch verschiedene andere Pflichtbeitragszeiten, wie zum Beispiel Kindererziehungszeiten, Berücksichtigungszeiten und. Das sind auch Beitragszeiten, die hier in die entsprechenden Regelungen oder die hier mit aufgenommen werden. Aber im Grundsatz kann man sagen, Pflichtbeitragszeiten und freiwillige Beitragszeiten. So, meine Damen und Herren, und damit ist doch ganz klar, dass wenn ich gehe nochmal in den Paragraph 43 rein, wenn ich zum Beispiel am 15. Mai 2023 erwerbsgemindert bin, also an diesem Tag durch die Rentenversicherung, durch die Ärzte festgestellt worden ist, dass genau an diesem Tag der Eintritt der Erwerbsminderung vorliegt, dann müssen Sie rückwirkend vom 14. Mai 2023
bis zum 15. Mai 2018, ich hoffe, das sind die 5 Jahre jetzt, habe ich mal so schnell durchgerechnet, oder 2017, nee, 2018 sind es dann, dann müssen Sie die 5 Jahre Wartezeit erfüllt haben. Wenn Sie die Wartezeit vor Eintritt, also vor dem 15. Mai 2023, nicht erfüllt haben, können Sie im Normalfall keine Erwerbsminderung durchsetzen, weil dann die versicherungsrechtliche Voraussetzung des Paragraph 2, des Paragraph 43 Absatz 2 Ziffer 3 bei Antrag auf volle EM-Rente nicht erfüllt ist. Im Übrigen haben wir das gleiche Problem auch bei dem Fall, wenn ich eine EM-Rente beantrage, aber dann nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente, dann habe ich nach Paragraph 43 Absatz 1 Ziffer 3 hier auch die allgemeine Wartezeit nachzuweisen, und zwar vor Eintritt der Erwerbsminderung. Damit ist klar, meine Damen und Herren, dass unser Mandant, wenn er nicht noch zufälligerweise hier entsprechende Zeiten, die hier fehlen, nachweisen kann, wahrscheinlich keinen Anspruch auf die begehrte EM-Rente haben wird. Das ist das Problem in seinem Fall, und da muss er jetzt dran arbeiten. Er muss also hier eventuell noch eine Kontenklärung durchführen oder muss sich Gedanken machen, wie ihm hier letzten Endes vielleicht auch durch Zuhilfenahme von externen Rentenberatern oder Rentenberaterinnen noch geholfen werden kann. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit der vorzeitigen Wartezeiterfüllung. Aber das ist ein Thema, was ich dann nochmal in einem anderen Video anspreche. Also, allgemeine Wartezeit muss vor dem Tag des Eintritts der Erwerbsminderung erfüllt sein. Das sind genau 5 Jahre, brauche ich da, 60 Kalendermonate, und das sind Beitragszeiten, die ich nachzuweisen habe. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.